Es ist Podcast, meine Kerle, und ich begrüße mal wieder den Jean und den Hauke. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha, hallo Jean. Ein wunderschönen guten Abend in die Runde, hallo. Ja, da sind wir wieder. Grüße aus dem, ich sag mal, windigen Osten. Es ist heute richtig stürmisch bei uns. Bei uns war es auch relativ stürmisch und gerade schüttet es aus Eimern und bei uns beginnt gerade so ein großes Volksfest und die sind alle nass. Ich freue mich so ein bisschen, bin ich ehrlich, weil ich gerade trocken bin. Aber ja, ein wunderschönes Hallo auch aus dem gerade sehr regnerischen und gewitterischen Süden. Also im Norden ist es trocken, relativ warm und ich glaube, es war noch windstill, jedenfalls gerade eben. Du bist ein wenig leiser geworden. Ich bin leiser geworden. Was ist da wieder los? Hilfe, ich hab doch nichts Hauke gemacht. Leise. Und dabei habe ich dich schon auf Anschlag lauter gemacht. Der Hauke ist zu leise. Hilfe. Ja, aber habt ihr die letzten Wochen, was habt ihr da so, ich sag mal, woran arbeitet ihr gerade? Oder was beschäftigt euch gerade? Weil sonst hätte ich natürlich einen großen Block, wo ich mich gerade beschäftigen darf. Ja. Und das ist, aber ich glaube jetzt nicht für den Anfang eventuell. Kleiner Toncheck? Jetzt bin ich 25% lauter. Ist das jetzt in Ordnung? Das ist jetzt auf jeden Fall besser. Also ich wollte gerade sagen, gerade akut aktuell beschäftigt mich der Geräuschpegel bei Hauke, aber... Ja. Mich auch, aber das Problem scheint ja schon sehr schnell gelöst zu sein. Es ist... Keine Ahnung. Ja. Ist echt immer wieder so, muss ich sagen. Ne? Also ich habe ja auch fast bei jedem Livestream genau diese gleichen Tondinger, dass ich uns dann immer auspegeln muss. Ha, so richtig schön ist es nicht. Aber gut. Der Vorstart hat es doch gepasst. Naja. Ja. Also ein paar Sachen habe ich auf der Liste, aber das sind jetzt alles so keine großartigen Dinge. Jedenfalls so Ja, weiß ich nicht. Hat jemand was? Also, Micha, hast du jetzt was, wo du sagen würdest, oh, das ist toll für einen Anfang. Das muss unbedingt an Anfang. Na, ich weiß nicht, ob es an Anfang muss, aber ich habe letztens mir mal Caddy angeguckt, weil ja der Jean du davon geschwärmt hast und Hauke, du hattest es ja auch mal im Einsatz. Ich muss sagen, ich schäme mich fast ein bisschen, mir das so lange nicht angeguckt zu haben, weil das Ding funktioniert sehr, sehr gut und ist eigentlich auch sehr, sehr simpel. Schon fast zu simpel. Das ist erschreckend simpel, das stimmt. Ja. Aber schön, dass du es dir angeschaut hast. Hast du es jetzt irgendwo schon im Betrieb schon eingesetzt? Oder ist schwierig wahrscheinlich, ne, wenn die ganze Infrastruktur steht? Nee, ich habe meinen Webserver quasi vom Nginx Proxy Manager quasi umgerüstet auf den Caddy im Livestream. Und das funktioniert gut. Also mit einer kleinen Sache, die man dem Caddy beibringen muss, der ist ja irgendwie darauf konzipiert worden, wirklich von Haus aus sicher zu sein. Und bei der MailCow ist es so, dass das Webinterface ja ein eigenes Zertifikat hat. Und sobald das nicht validierbar ist für einen Caddy, muss man ihm explizit sagen, lass das bitte. Genau. Genau. Mit dem TLS Internal, oder? Nee. Anderes. Das ist was anderes. Irgendwas mit TLS war es. Es gibt ja, TLS-Check genau. Irgendwie ja, so. Ja. Oder Verification. Ja, genau. Irgendwie Verify, Check, Verify, False oder sowas. Ja, das stimmt. Das ist so eine Sache, die man sich aneignen muss. Aber super. Also, ja. Wenn du das hast, dann hast du es auch. Und dann, ganz ehrlich, also, ich glaube, ich schaffe mit 5 Caddy Konfiguration mit fünf unterschiedlichen Caddy-Konfigurationen, die ich mir als Beispiel mal zusammengeschrieben habe, alles, was ich eigentlich brauche. Und das ist schon ziemlich cool eigentlich. Und das sind jeweils vielleicht 5 Zeilen. Ne? Also das ist nicht so viel. Das macht schon einiges einfacher. Hast du da schon was für die Nextcloud zufällig? Ja, klar, habe ich. Was komplett fertig ist. Das ist leider ein bisschen länger als 5 Zeilen, aber ist in meinem GitHub zu finden. Ich schicke dir später mal einen Link zu. Und da habe ich eine Caddy-Config direkt mit allem drum und dran. Nee, weil das ist so das nächste große Ding dann bei mir im Homelab alles umzustellen, aber da ist halt auch eine Nextcloud und da muss man ein bisschen gucken mit Max Upload Size und die Geschichten.
Ja, ich glaube, da hast ich, ja, ich glaube, da gab es auch was, aber vor allen Dingen solche Sachen, du darfst nicht alle Verzeichnisse exposen, sage ich mal, ne, die in dem Ordner sind, sondern nur ganz spezielle. Du musst das CardDAV, CalDAV, Well-Known eintragen und so weiter. Also ich glaube, die KD-Konfiguration für die Nextcloud ist ein bisschen länger. Ich glaube, das sind so 20, 25 Zeilen, aber dann war es das auch. Ne? Also da ändere ich eigentlich auch nie was. Das Einzige, was du ändern musst, ist den Host oder wie du es erreichst. Und dann läuft das. Und dann kannst du es wirklich copy-pasten. Ne? Und das ja, beinhaltet eigentlich nochmal alle, fast alle Konzepte, die du brauchst. Und ja, macht's super, super einfach in der Verwaltung. Ich muss sagen, ich habe nie Probleme in der normalen Benutzung mit KDE in irgendeiner Form gehabt, dass irgendwann mal was nicht funktioniert hat, dass sich irgendwann mal ein Zertifikat aufgehängt hat, gar nicht. Ne? Also das läuft extrem stabil für meine Verhältnisse. Und also wirklich, wer sich bis jetzt noch nicht KDE angeschaut hat, der sollte das unbedingt mal machen. Ich glaube, ich werde auch mal dem nächsten Video auf meinem Zweitkanal bringen. Da sind so viele Videos gerade im Pipeline, das ist unglaublich. Ich komme gar nicht mit dem Schneiden hinterher. Und naja, so ist das. Ich muss auch sagen, der ist absurd performant. Allein schon das Übelst. Ausstellen dieser Let's Encrypt-Zertifikate, diese ACME-Challenge. Also, ich habe es ja mit einem Docker-Container ausprobiert und das Ganze dann mit einem Docker-Compose ab, damit ich reingucken kann. Also, das war keine Sekunde, wie der zum Starten gebraucht hat und für das Zertifikat, das ist absurd schnell. Also, ich dachte erst, da Das ist ist was unglaublich kaputt. gut. Ja. Ja, genau. Ja, das ist unglaublich gut. Also ich muss sagen, KDE läuft wunderbar im Docker, aber Debian hat das in seinen offiziellen Repos schon drin. Also ihr könnt, wenn ihr einen Debian-Server habt, einfach apt install KDE eingeben und dann läuft es schon. Und muss man eigentlich mal schauen, ob die 2404 von Ubuntu das auch hat. Kann ich ja gleich mal checken. Ne? Sollte eigentlich, aber ja. Wer weiß, ja. Ich habe einfach wirklich Docker genommen, weil dadurch ist es für mich immer reproduzierbar und backupbar. Also ich finde das Ding deutlich besser als den Nginx Proxy Manager, ohne den jetzt schlecht reden zu wollen. Das, was er macht, macht er gut, aber der leidet halt so ein bisschen daran, dass das einer programmiert, der ist nicht so, wie wir, glaube ich, schon mal in der letzten oder vorletzten Folge hatten, alles, was so frei oder Open Source mäßig programmiert wird. Nee, das war bei der Sondersendung nee, ZLA Exceptutils. oder Ja. libxz, ja, genau. Exceptutils und libmza. Nee, libmza. Ach, komm. Ihr wisst, was ich meine. Ja, LZMA. genau. Exakt. Das war in der Sondersendung. Da war so das Ding, wenn es einer programmiert, das ist ja halt nur so ein Hobby-Ding, sagen wir es mal so, und so richtig hinterher sein kann er gar nicht vom Aufwand her. Und eben dadurch, dass ich das Ding ja jetzt schon wirklich jahrelang schleppe, zerlegt er sich auch ganz gerne mal über die Laufzeit selber. Und ihr wisst das ja beide genauso, der Admin ist halt faul. Also der will halt eine Datei irgendwie aus dem Git irgendwo hinschmeißen und dann soll das laufen und das geht mit dem Caddy. Absurd einfach. Absolut cool. Ja, sehr verständlich und ja. Einfach eine tolle Software. Und ich muss sagen, ich habe mit Nginx Proxy Manager nie gearbeitet. Also ein, zwei Mal im Support haben wir das bedient und ich fand es eher sperrig. Also ich finde, so ein in der KDE-Datei so ein Host anzulegen, am Ende viel intuitiver, als jetzt da mich dann durch die ganzen Menüs durchzuklicken. Und gefühlt auch schwerfälliger, dieses ganze Nginx Proxy Manager. Da sind viele Komponenten dahinter. KDE ist ein relativ schlankes Go-Projekt, meine ich. Ja, von daher, ja, eine große Empfehlung auf jeden Fall an jeden. Jean ist ziemlich verpixelt, bin ich das? Das tut mir super leid. Bei mir bin ich extrem scharf heute, ne? Aber nur bei Zu mir dem vielleicht. OBS kommst du auch gut an. Also in der Dann ist gut, ja. Vorschau ist auch alles gut, aber hier jetzt bei YouTube, da finde ich keine Ahnung. Ja, stimmt, da bin ich schon sehr verpixelt. Ich weiß nicht, was los ist mit Das mir. ist das. Bei mir bin ich total scharf, also sehr crispy. Ich habe extra meinen Fokus rausgemacht. Also ein bisschen was reingemacht, wenn man so möchte. Ja. Aber bei Twitch auch. Ja, ne, also Probleme, mit denen wir uns gerade beschäftigen, ne, Verpixelung. Ist ganz wichtig. Also tatsächlich ist es auch ne, heute so eine gewisse Challenge. Eventuell bin ich ja gar nicht da, sondern das ist irgendeine ganz schlechte KI. Ja, das ist hier dann Linux Guides GPT, ne? O oder sowas, wie Der das jetzt auch immer heißt. Sonnensturm. Ja, genau. Oder es sind die neuen Datenschutzeinstellungen. Man erkennt dich einfach nicht mehr.
Stimmt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, woran es liegen kann. Also du kommst bei mir im OBS sehr gut an und so gehst du halt auch raus. Also was jetzt die Plattform draus machen, weiß ich gerade nicht. Das ist irgendwie komisch. Vor allem so selektiv. Also eigentlich ist das ja ein komplettes Bild, ne, wo wir ja alle zusammengebaut sind und warum jetzt einen Bereich. Ja. Ja, interessant, interessant. Ansonsten mache ich meine Kamera aus. Ich kann sie ja mal außen wieder reinmachen, ne? Hilfe. So, zack und zack. Nein. Wer weiß, vielleicht Ja, hilft wer es. weiß, genau. Sag mal Wir gucken, werden bis sehen. das Licht angeht. Habt ihr eigentlich mal im Vergleich dazu Traffic ausprobiert? Also im Caddy, also Caddy und Traffic verglichen? Das gibt es ja auch oft im Docker-Umfeld. Ich weiß nicht, kann man die so richtig vergleichen, die beiden? Ach, eigentlich Traffic nicht. ist mehr ein Reverse-Proxy, ne? Und eher Genau, ja. Load Balancer in die Richtung. Ich glaube, Caddy kann sogar auch Load Balancing. Ich meine, das kann der schon von sich aus. Habe ich nie genutzt. Aber ich würde sagen, Caddy ist mehr mit dem Nginx vergleichbar. Ich glaube, mit dem Nginx kannst du ja auch einen Reverse-Proxy bauen. Und Traffic ist da, also Nginx ist eher allgemeiner, sage ich mal, Caddy auch. Und Traffic ist dann schon mehr in Richtung die Reverse Proxy. Aber ich selber Ja. habe es nicht gemacht bis jetzt. Ja. Traffic hat zusätzlich noch eine super Funktion, dass man, beziehungsweise dass die ganzen Konfigurationen selbstständig gemacht werden anhand der Labels, die man einzelnen Docker-Containern gibt. Dann kann der Traffic nämlich sehen, mit diesen Labels mache ich diese Regel, dass das Frontend zu diesem Backend geht. Das passiert dann meistens automatisch und allein. Wo man bei Caddy halt noch Das ist sagen eine Sache. muss, was nehme ich an, wo tue ich es hin, proxien oder eben nicht. Ja, ist immer die Schwierigkeit. Ja, ansonsten, apropos hier Reverse Proxy und Webseite. Ich habe jetzt endlich ein Forum für den Libre Workspace erstellt. Ja, und das erste Mal Discourse benutzt, also in der Administration. Das ist so eine Open Source Software, die ihr eigentlich so alle in fast jedem Projekt mittlerweile findet. Früher war es ja PHP BB, was überall zu sehen war und auch manchmal noch zu sehen ist. Und die neueren Forensoftwaren sind eigentlich fast alle, also im Open Source Bereich, mit dem Discourse gebaut. Ne? Und zum einen, die Konfiguration war tatsächlich gar nicht so einfach, beziehungsweise die Anbindung, weil in dem Standard-Ding brauchst du einen kompletten Server mit Port 80 und 443, also freigeschaltet oder frei, dass der sich dann daran hängt. Und so eine andere Config, die musstest du dir dann so ein bisschen selber zusammenbauen, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil die dann eventuell auch extra ihren eigenen Support und irgendwie Dienstleistungen verkaufen wollen. Was so ein bisschen so ein Geschmäckle hat, bin ich ehrlich. Aber ja, jetzt läuft's und Video ist auch in der Pipeline. Und ansonsten eine sehr, sehr coole Forensoftware, die super viel mit sich bringt, sehr viel voreingestellt ist und wo ich vielleicht eine Stunde lang ein bisschen was rumkonfigurieren musste. Also auf dem Ding, was für ein ganzes Forum eigentlich sehr wenig ist. Und dann läuft das Ding. Also ja. Vielleicht muss ich den Rechner mal aufschrauben, schreibt der Hauke. Ja. Ja, das Tonproblem, ne? Ja, du steuerst so ein bisschen heute. Nicht viel, aber. Jetzt bin ich zu laut. Okay, gut. Dann gehe ich wieder Nee, runter. eigentlich Moment. nicht. Eigentlich ja, eigentlich nein. Ah, Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß es auch nicht. ja. Habt ihr mit Forensoftware, mit irgendeiner Forensoftware schon mal Kontakt gehabt? Ja. Also die ist PHP BB, ja, vor langer Zeit. Das, also wie du sagtest, ne, das war früher wirklich mal so die Standardding, was eigentlich jeder benutzt hat. Aber ja, habe ich schon länger nicht mehr. Also früher hatte ich das für das M23-Projekt, also mein Softwareverteilungssystem. Da war es ja, also PHP BB. Und als es dann losging mit DSGVO, da habe ich dann geguckt, naja, gut, so viel ist da eh nicht mehr los, machst das Ding mal dicht. Ziehst vorher mit HT-Track noch so eine Offline-Kopie davon, die schmeißt dann ins Netz rein. Und das war's dann für mich.
Spannend, ja. Also wir hatten ja, also nicht im Stream oder so, schon mal drüber gesprochen und von daher hat mich eigentlich gewundert, dass Foren als solches überhaupt noch so Anklang finden. Ich finde, das ist also gefühlsmäßig eher so ein Ding von früher. Also dass es sowas überhaupt noch gibt und dass Leute das benutzen, fand ich eigentlich eher erstaunlich. Aber ich glaube, für ganz spezielle Themen ist das super hilfreich. Also einfach so eine Plattform, ist sehr, sehr einfach eine Plattform, wo sich Leute vernetzen können. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo man viel mehr Discord benutzt hat. Ich habe das Gefühl, das ist auch langsam wieder out. Vor allen Dingen, weil da jetzt, glaube ich, auch einiges kam, weil die da extrem viel an Daten anscheinend verkauft haben und so weiter. Genau, von daher, ich glaube, für einzelne spezielle Themen, so Software-Sachen, ist ja ein perfektes Beispiel dafür, ist das extrem interessant. Aber ich glaube, diese klassischen Foren, wie du es früher hattest, so es gab das eine Computerforum, das eine, keine Ahnung, Aquaristikforum, Motorradfahren und so weiter. Ich glaube, das hat sich eventuell ein bisschen aufgelöst und ist eventuell in Nischen verschwunden. Aber vor allen Dingen, wenn du ja nach Problemen suchst, oder sowas in Hinsicht, dann ist das, kann das schon sehr, sehr hilfreich sein. Auch für ein Projekt selber, sage ich mal, da eine Ressource bereitzustellen, wo sich Leute relativ schnell connecten und informieren und austauschen können. Und von daher würde ich sagen, es ist nach wie vor in gewissen Themen genauso aktuell vielleicht wie vor 20 Jahren. Aber was meint ihr dazu? Ich würde sogar sagen, das hat sich so ein bisschen verschoben. Alles, was so die Hobbyforen sind, sage ich mal, das ist irgendwie so zu Discord gegangen, weil es einfach ein bisschen ja, übersichtlicher und einfacher war. Und alles, was irgendwie in Anführungszeichen kommerziell oder produktgetrieben ist, ist halt in einem Anführungszeichen normalen Forum geblieben. Also manche Hoster oder eigentlich alle Hoster haben zum Beispiel immer noch ein Forum, wo sich dann die Leute über die Produkte oder Probleme austauschen. Plesk als Hosting-Panel-Anbieter hat ein sehr, sehr gutes, umfangreiches Forum oder ausführliches Forum. So ist zumindest mein Empfinden. Und für alles andere gibt es garantiert irgendwo einen Discord-Server. Twitch-Server auch, ne? Hauptsache die Biddies fließen. Ne? Ja, absolut. Also beispielsweise auch Proxmox Forum ist wohl auch sehr, sehr groß beispielsweise, ja? Oder ja gut, Linux Guides Forum, das ist dann wieder eine große Nische, ne? Aber so zu den großen Softwareprojekten gibt es eigentlich immer noch große Sachen. Und ich glaube, die Sachen wie Stack Overflow, Gute Frage, .net oder so, wie sie früher hießen, die kommen immer mehr aus der Bedeutung oder fliegen immer mehr raus aus der Bedeutung. Ich glaube, alleine dadurch, dass jetzt die KI auch jetzt groß gelauncht wurde, sind die Anfragen zu Stack Overflow, ich glaube, um 2/3 eingebrochen oder so. Ne? Was man ja früher so irgendwie geschaut hat, hey, wie mache ich in JavaScript das und das? War eine Stack Overflow-Seite, kopiert sich das raus und dann fertig. Ne? Und das ist extrem wohl eingebrochen. Solche allgemeinen Sachen, die werden weniger, aber diese speziellen Sachen, ich glaube, die sind genauso aktuell wie vielleicht damals. Ne? Vielleicht, ja, aktueller kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil früher haben auch viele sich Foren. Wobei ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sich Leute heute mehr Accounts erstellen oder schneller einen Account erstellen, wie vielleicht noch vor 10 Jahren, wo man sich gesagt hat, muss ich mir wieder ein Passwort merken, so nach dem Motto. Ich könnte mir vorstellen, dass es leicht geworden ist. Aber ansonsten, ja, schwierig auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, wir haben auch schon die ersten Beiträge und ich freue mich aufs Moderieren. Ich hoffe, es wird nicht allzu stressig. Beim Linux Guides Forum haben wir ordentlich was zu moderieren. Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 5 Moderatoren dort oder 6 Moderatoren, die das versuchen, im Zaum zu halten. Da ist natürlich auch einiges los, aber wo viel los ist, da musst du auch ein bisschen mehr drauf aufpassen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, da wird es nicht zu voll in dem Forum, dann kann ich dann auch den Überblick behalten. Das Linux Guides Forum, wie viele Jahre gibt es das jetzt schon? Das ist eine gute Frage. 2 Jahre müsste es das jetzt circa geben, eventuell schon 3 Jahre. Ne? Ich schaue mal nach, das müsste es doch irgendwo stehen. Ne? Bin mal gespannt. Ja. Aber hätte ich nie gedacht, dass es so einschlägt. Ne? Also so. Oh, ja. Okay.
Ansonsten, wer noch nicht im Linux Guides Forum war, auf jeden Fall mal reinschauen. Egal, ob ihr Anfänger oder fortgeschrittene Nutzer seid, jeder ist willkommen. Und egal, welche Distro ihr nutzt natürlich. Oder ob ihr Linux überhaupt nutzt, uns ist das eigentlich egal. Wieso gibt es denn auch das Windows Guides Forum? Oder? Nee, aber es gibt eine große Meme-Kategorie, ja, wo Leute ganz viele Memes posten. Das ist ultra witzig. Okay. Ich glaube, das ist mittlerweile eingestellt, weil es dann teilweise Leute politische Memes gepostet haben. Okay. Wir versuchen, jegliche Politik aus dem Forum rauszuhalten, einfach weil es nicht der richtige Platz dazu ist. Ich weiß nicht, ob das noch gerade aktiv ist, aber ich glaube, da gibt es wie viele Seiten, 80 Seiten oder sowas und keine Ahnung, wie viel, 100 Beiträge, nur irgendwelche Memes, und allein sich das durchzulesen war schon sehr, sehr witzig. Ja, das war so ein bisschen meine Forenerfahrung in den letzten Tagen, und natürlich, was ist da vorgeschaltet? Wieder ein Kaddy Webserver, und genau, ja. So schließt sich der Kreis. Ja. Absolut. Okay, war was bei dir die letzten Wochen? Jetzt haben wir jetzt ein Thema. Jetzt. Bei mir war ja letzte Woche M23 Release, und insgesamt war die, also das größte, oder die, das größte neue Feature ist die Unterstützung von Ubuntu 24.04 auf dem Client. Und insgesamt hat das eigentlich ganz gut so funktioniert, denn ich benutze ja nicht den offiziellen Installer. Also M23 hat einen eigenen, der übers Netzwerk gesteuert wird. Und das war relativ unspektakulär. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn was unspektakulär ist, dann bedeutet das weniger Arbeit für mich. Und trotzdem, wenn wir eine neue Version, die unterstützt wird. Ja, und um das insgesamt so ein bisschen nachvollziehen zu können, was so eine neue Ubuntu-Version macht, installiere ich auch testweise Systeme über den offiziellen Installer, und da kam mir das so vor, als ob ich wieder in so einer Zeitschleife gefangen bin. Also Dinge, die ich vor x Jahren schon mal gesehen habe, die früher kaputt waren, die dann irgendwann mal wieder repariert wurden, und das funktioniert wieder nicht. Ich habe denn den Budgie-Installer, also es gibt ja verschiedene Ubuntu-Versionen mit verschiedenen Desktops dabei, und einer davon war Budgie, und ich habe bei mir in meinem Testnetzwerk statische IP-Adressen. Also ich gebe dann direkt ein bei dem Netzwerk-Konfigurationsdialog, egal was für eine Technik dahinter liegt. Ich möchte für meinen Client eine statische IP-Adresse, 1.2.1.6.8, irgendwie so Blafase. Und das habe ich dann auch gemacht, damit ich während der Installation schon diese Multimedia-Pakete installieren lassen kann und Codecs oder was auch immer, dass das funktioniert. Hat alles geklappt? Und dann ist das Ding installiert, mache ich einen Neustart, und was passiert? Ja, nix. Netzwerk ist weg. Hä? Warum? Warum ist das weg? Du hast das doch eingestellt. Das hat doch alles funktioniert. Hä? Wo ist mein Netzwerkprofil? Das war einfach mal weg. Und das ist sowas, was irgendwie alle Jahre wiederkommt, wenn irgendein, ja, wenn denn irgendwie wieder so eine neue Netzwerktechnologie da aus dem Hut gezaubert wird. Also das ist jetzt ja NetPlan, und irgendwie scheint da sowas häufiger mal, also immer wenn da so ein Umbruch kommt, kommt was Neues, was genau dieselben Probleme von Anno dazu mal wieder löst, ist das irgendwie kaputt. Also weiß ich nicht, fand ich irgendwie komisch. Das haben wir doch alles schon gehabt. Damals, als der Network Manager eingeführt wurde, war es genau dasselbe, hat damals auch nicht funktioniert. In irgendeiner darauffolgenden Ubuntu-Version ging es dann. Und seitdem hat es funktioniert, bis jetzt NetPlan ist. Und jetzt machen die es wieder. Also irgendwie kam ich mir vor wie so in einer Zeitschleife. Und bei anderen Dingen kommt mir das auch irgendwie so vor. Das haben wir doch alles schon mal gehabt. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, weil das habe ich bei mir einsortiert unter Thema Zeitschleife. VMware wurde ja gekauft von Broadcom, und da das insgesamt nicht so gut ankam bei den Kunden, die haben eigentlich, also aus meiner Sicht, irgendwie alles, was man so falsch machen kann, haben sie falsch gemacht, um wirklich ihre Kunden zu vergraulen. Die sind massenweise abgewandert zu Proxmox, aus gutem Grund. Und
Jetzt gibt es wohl so eine, vor allem Workstation und Fusion heißt das, Version, die für Privatbenutzer wohl wieder kostenlos ist. Und irgendwie für den Testzeitraum auch kostenlos ist. Gab es einen Artikel bei Linux News, glaube ich, war das. Wo, wer ist er? Ferdinand? Ich glaube, das ist... Ne? Ja, Ferdinand das ist es. Das ist, wo Ferdinand das ausprobiert hat. Er ist daran gescheitert, diese kostenlose Version runterzuladen. An dem Registrierungsprozess ist er komplett gescheitert. Einer von seinen Lesern hat ihm den Link geschickt. Übrigens, du kannst das hier unter dem Link runterladen. Okay, gut. Und das, was bei mir bei VMware Workstation noch hängen geblieben ist von... Ich sage jetzt mal von vor 20 Jahren, damit haben wir mal angefangen, mit Entwicklung, war deutlich einfacher als CD-Brennen und so, für die neue M23-Version, das ist ja auch schon alt. Und Problem war bei VMware immer, die haben es nicht hingekriegt, dass man diese Virtualisierungskernel-Module unter einem halbwegs aktuellen Kernel zum Laufen kriegt. Damals gab es von einem Tschechen oder so, immer so ein Patch-Set. Also die Firma VMware hat es nicht hingekriegt. Darum gab es von einem Freiwilligen, der die Schnauze voll hatte, immer ein Patch-Set dafür, dass sich das Modul kompilieren ließ, damit man deren Software auf einem halbwegs aktuellen Linux zum Laufen kriegt. Und exakt das ist auch wieder passiert. Also das ist, glaube ich, nicht dasselbe von damals, aber dasselbe Problem gibt es jetzt auch wieder. Also die Firma VMware bzw. Broadcom, die kriegen es auch nicht gebacken, dass man VMware Workstation auf einem halbwegs aktuellen Linux-System zum Laufen kriegt. Also irgendwie immer wieder dasselbe Zeitschleife. Also das fiel mir irgendwie jetzt in den letzten 2 Wochen irgendwie auf. Wir haben das doch schon mal gehabt. Also was läuft da grundsätzlich falsch? Dass Probleme immer wieder in leichter Abwandlung immer wieder auftauchen. Also das ist irgendwie... Ich glaube, man versucht, Sachen irgendwie zu vereinfachen, aber durch diese Umstellungen verschlimmerst du erstmal ganz viel, bis es besser wird. Und eventuell hätte der alte Standard auch gereicht. Aber gut, ja, das stimmt, absolut. Ich glaube, man hat leider immer wieder solche Umstellungsschmerzen. Und ich glaube, es nervt total, ja, wenn man das immer wieder dann machen darf und weiß, okay, in 5 Jahren werde ich das wahrscheinlich wieder neu machen dürfen. Ja, verständlich, sehr verständlich. Ja. Nochmal ganz kurz vorhin zu dem Forum-Thema. Basti hat geschrieben, ja, gezielte Hilfe zu spezifischen Themen, sind wir doch mal ehrlich, ohne einen Austausch in Forum ist man doch heute auch noch aufgeschmissen. Ich würde sagen, das stimmt in gewisser Weise, oder beziehungsweise ist es schwierig, mit Software umzugehen, wo man nur ein eigenes, wo man nur ein Handbuch hat, weil es werden in der Regel nicht alle Praxisfälle abgedeckt. Und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen aus der Doku-Schreiber-Seite aus. Du deckst erstmal gar nicht jeden Praxisfall ab, was man mit deinem Produkt oder mit deiner Software machen kann. Und von daher ergeben sich dann daraus dann auch nochmal Schwierigkeiten. Und genau, ja, schaut man sich an, was teils Google in den ersten Ergebnissen ausspuckt, ist doch oftmals so hochgepushte Marketing irgendwas für irgendwelche blöde Paid-Software. Das ist mir auch häufig aufgefallen. Ich habe das Gefühl, ich bin auch schon ein paar Mal auf Seiten gelangt, was ziemlich sicher irgendein KI-generierter Mist war. Der nicht so richtig war, aber auch nicht so falsch und von daher wahrscheinlich mit den meisten anderen Klatsch-Magazinen auch im Technikbereich mithalten kann. Das ist schwierig. Und vor allen Dingen da auch nochmal organischen Content zu finden, ich glaube, wird vor allen Dingen immer schwieriger und aber auch vor allen Dingen viel wichtiger oder viel wertvoller in der Zukunft. Und genau, ja. Ja, vielleicht da nochmal zusätzlich ran und ich glaube, dieses Thema hatte man wahrscheinlich auch schon vor 10, 15 Jahren. Ja, und das wird immer wieder evaluiert. Ne? Und das ist auch eigentlich gut so, immer mal wieder sich die Frage zu stellen, ist man da auf dem richtigen Weg? Und genau. Ja. Und Windows Guides, lol. Ja? Zeit für einen Drittkanal. Witzigerweise, ich weiß nicht, Hauke und Micha, wart ihr damals schon dabei?
Linux Guides hieß auch mal Windows Guides. Krass. Habt ihr das mitbekommen? Oder war das vor eurer Zeit? Also ich hätte nach sowas nicht gesucht. Also Ja. und von daher nein, nein. Gibt es davon noch Nicht. Reste, die man sich angucken Ich sollte? weiß nicht, ob man da noch was findet. Aber es war ein 1. April-Scherz und den ultra viele Leute auch nicht verstanden haben. Und dann, ich glaube, ich habe an dem Tag 30 D-Abos gemacht, was damals ultra viel war. Das war 2017 oder sowas, ja. Wie so, will ich mal Windows geil. Ist auch extra Logo geändert, extra Banner gemacht, also schon relativ viel Mühe gegeben. Und ich glaube, ein Video hochgeladen, ich weiß es nicht mehr. Ja, es kam gar nicht so gut an, aber es war schon sehr witzig. Ja. Und da wurde ich immer noch aufgezogen, so von anderen Kollegen, so deine Zuschauer checken Ja. das nicht oder deabonnieren dich da. Ja. Ja, das Also, war wo du schon sehr gesagt witzig. hast, dass es ein April-Scherz war, dann hat es dann doch Klick gemacht. Ja? Also, Ja, dass der wirklich aber so, ich finde so es mega nervig. hieß, ja, dass er wirklich aktiv mal so hieß, nicht, aber dass du wirklich mal so ein Intro hattest mit Windows Guides, ja, das kommt so langsam wieder zurück. Vom Ja, ich, geistigen Auge. ja, genau. Also das war ultra witzig. Als es das Intro noch gab. Ja, das Muss man ja Intro, ja, sagen. das war auch, das war so ein Film-Intro, wenn man so möchte. Ne? Das ist hier Ja. so 20th Fox Century, so fast. Ja? Das war schon witzig, ja. Aber habe ich jetzt auch rausgemacht, ganz einfach, weil die Watchtime währenddessen eventuell runtergeht. Und YouTube ist so am Anfang vor allen Dingen schnelllebig geworden, dass du in den ersten Sekunden eigentlich klar machen musst, worum es in diesem Video geht. Ne? Wenn du am Anfang erstmal ein langes Intro hast, ist das immer ein bisschen schwierig. Ne? Und von daher haben die sich alle weggekürzt und ich mache da jetzt gar nichts mehr rein, weil ich habe in der Hinsicht die Sache, okay, gut, Linux Guides ist ein Name genug. Werden dann schon manche Leute kennen und wenn nicht, ist auch absolut irrelevant, weil es ist am Ende auch nur ein blödes Tutorial. Ne? Ja, aber war auch mal interessant. Kann ich nochmal einen Sprung zurück machen zu Bitte. Broadcom und ESX? Hauke, hast du was gelesen? Ich habe es jetzt nämlich nicht verfolgt, weil inzwischen interessiert mich der Verein nicht. Also, ihr Ja. wisst ja, ich bin KVMQ-EMU-Kind und das schon seit vielen, vielen Jahren und damit eigentlich ganz gut unterwegs. Ist jetzt ein ESXi, was ja die Server-Virtualisierungsvariante ist, inzwischen auch frei oder nur die Desktop-Geschichten? Nur diese beiden Desktop-Sachen. Also jedenfalls laut Artikel. Also ich habe das auch schon. Also diesen ESXi hatte ich nie in der Hand. Wirklich von grauer Vorzeit. Da war das. Ich glaube, es hieß damals auch schon VMware Workstation. Aber das, was aktuell ESXi ist, das musst du bezahlen. Oder beziehungsweise oder vielleicht gibt es das auch bloß als Abo. Dass du es gar nicht mehr wirklich als Kaufversion hast, sondern mindestens einmal im Jahr was bezahlen musst, damit du es weiter nutzen darfst. Es gab bis zur Übernahme eine freie ESXi-Variante, die bis, ich glaube, es gab eine Arbeitsspeichergrenze und du konntest nur einen CPU-Sockel quasi damit betreiben. Halt hat aber für die meisten Klein- und Mittelständler fast immer auf dem Server ausgereicht als Virtualisierungsplattform, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, bis 64 GB Arbeitsspeicher ging es mal. Ja, die haben sie komplett rausgeschmissen. Also, und ich glaube auch nachträglich weiß ich gerade gar nicht, wenn die Dinger mal Internet sehen, ob da irgendwo vielleicht was ist, denen das entzogen wird, habe ich noch keine Rückinfo. Müsste ich mal ein paar Kollegen fragen, ob das so ist, wie es ist. Aber gut, wenn du Tja. da nichts gesehen hast oder gelesen, dann ist das so. Also ich überfliege ja mal diese Artikel da. Also wenn die nächste Katastrophe da wieder ins Haus steht, ja, also ich benutze es nicht. Ich kenne aktuell auch, obwohl einen kenne ich, aber ich weiß nicht, was die daraus gemacht haben. Die werden ein großes Problem damit haben. Die hat ein bisschen mehr da und naja, vor X Jahren habe ich schon gesagt, wie wär's denn mal? Möchtet ihr eventuell mal auf Proxmox umschwenken? Und also die hatten eine relativ alte Version von dem VMware, keine Ahnung, was das war, war so ein kleiner Rechenklapp oder sagen wir mal, mit, naja, klein, groß. Also waren auf jeden Fall mehrere Server dran beteiligt.
Und die Version, die sie damals hatten, die war auch schon veraltet. Eigentlich hätten sie damals schon wechseln müssen und das haben sie nicht getan wegen der Kosten, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Naja, aber Weiß, ich glaube, da hat sich jetzt auch einiges getan in den letzten Monaten oder tut sich doch einiges in der Hinsicht. Und seid ihr mit dem Proxmox-Thema durch, weil ich habe so eine richtig schöne Überleitung. Ich wollte eigentlich noch den nächsten Sprung machen. Ja, dann mach mal. Wir sind heute bei den Springguides, habe ich. Da kommen wir nicht mehr zurück. Nee, deswegen, ich wollte nur ganz kurz den Sprung machen zur Zeitschleife wieder. Dienstag im Stream, ich weiß jetzt nicht, wer von meinen Zuschauern hat berichtet, beim Ubuntu 24.4 mit dem neuen Installer hat er das mal spaßeshalber mit B3FS installiert. Und normalerweise war es so, dass der alte Installer dir B3FS mit den Subvolumes schon quasi S-fertig oder servierfertig für Timeshift angelegt hat, macht der neue Installer nicht mehr. Das ging mal und geht jetzt nicht mehr. Schade. Ja, es erinnert mich auch, also Ubuntu macht teilweise Rückschritte. Du kannst keine DEB-Dateien mehr standardmäßig installieren. Also über grafische Sachen. Ne? Da musst du entweder über ein Terminal gehen oder GDB-Paket-Installationsprogramm danach noch runterladen, dann läuft es auch wieder. Aber nö, geht nicht mehr. Ne? Und das finde ich schade. Also Ubuntu kürzt sich teilweise selber weg. Ist auch eine Leistung, die man erstmal bringen muss. Also natürlich versuchen sie, neue Technologien einzuarbeiten und so weiter. An manchen Stellen machen sie da auch echt coole Fortschritte, aber an anderer Stelle fehlt es dann. Und ich glaube, das ist auch genauso was wie mit B-Trials oder ButterFS. Ich weiß gar nicht, wir müssen echt mal klären, wie man das jetzt richtig ausspricht. Jetzt am Ende. Es gibt keine richtige Aussprache. Ich habe irgendwann mal gesagt, so wie es bei Wikipedia drin steht, mit B3FS, versuche ich es jetzt auszusprechen. Ansonsten habe ich immer Butter, Better, irgendwas FS. Aber ich versuche es jetzt wirklich anhand des Wikipedia-Eintrags einfach so zu titulieren. Kannst du alles machen, ne? Pronounced as BetterFS, ButterFS or B3FS. Geht alles. Or b.t.r, okay, und so weiter. Na, aber man kann es alles sagen. Ne? Also, was im Internet steht, ist grundsätzlich schon mal richtig. Ja. Von daher, absolut. Ja. ByTryFS. Hatten wir ByTryFS? Nee, das hatten wir noch nicht. Mache ich so ein Video zu How to Pronounce. Das, 100 Wege, um ButterFS auszusprechen. Ja, da kommt man schneller aus Wim raus, als B3FS richtig auszusprechen. Wobei ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich komme viel schneller aus Wim raus, als aus Nano. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, schauen, dann probieren wir nicht, Micro aus. Inwiefern? Ich bin von Micro. Micro als, ich sag mal, Nano-Nachfolger tut sich an dem Standard orientieren mit dem Steuerung C, Steuerung V und Steuerung S ist dann, glaube ich, Speichern und Steuerung Q ist dann raus. Aber Steuerung S ist auch der Shortcut für mich hier im Stream oder für mein OBS zum Stream beenden. Also, ich wollte es mal im Stream vorstellen und hat dann gemerkt, das ist gar nicht mal so toll. Micro sagt mir gar nichts. Ich installiere das mal parallel und schaue mal, ob hier steht. Aber Steuerung C, Steuerung V im Terminal? Ja, vergiss es, oder? Was für ein Kack ist das denn? Ach du Scheiße. Ja, es tut mir sehr leid. Ja. Und da habe ich eben Doppelpunkt WQ reingeschrieben. Ja, wunderbar. Der ist eigentlich ganz cool, auch mit den Plugins, aber mit Vim und den Standardsachen, wenn man sich die Config richtig anpasst, komme ich auch besser zurecht inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich muss sagen, ich mit dem Standard immer lebe, weil ich auf so vielen Systemen unterschiedlich drauf bin, dass ich da gar nichts mehr einstelle. Und es geht. Wobei, bei Vim habe ich immer, bei den Debian-Paketen von Vim, ärgert es mich richtig, dass du nicht den Text markieren kannst und irgendwo rauskopieren kannst. Ich check das nicht, dass das standardmäßig nicht drin ist, bei den Debian-Paketen. Bei den Ubuntu-Paketen ist es drin, bei Debian-Paketen musst du irgendwas einstellen. Ich habe es irgendwann mal gegoogelt und irgendwann mal eingestellt und bei allen anderen gelassen und jetzt mache ich es mit Cat halt. Also, ne? Naja. Ich war jetzt gerade im Chat, was ist nicht drin? Dass wenn du mehrere Zeilen oder wenn du irgendwas selektierst in Vim mit der Maus, muss man sagen, ich muss da doch noch die Maus, und dann kann ich da nichts kopieren, weil dann bist du in so einem komischen visuellen Modus in dem Debian-Vim-Paket
Und da kriegst du nichts rauskopiert. Im Vim selber, wenn du mehrere Zeilen oder sowas. Also klar, ich glaube, es gibt auch irgendwelche Tastenkombinationen, wie du es wahrscheinlich dann auch markieren kannst. Aber ja, nee, mit der Maus funktioniert es nicht. Vielleicht sollte ich mir die Tastenkombi aneignen. Das ist eine Idee. Hatte ich bis jetzt noch nicht das Problem. Keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, bei Ubuntu ist es nicht das Problem. Wunderbar, läuft. Oder Ubuntu-basierten System nur bei Debian Vim. Das ist blöd. Ja, gut. Gut. Ja, ansonsten, apropos Debian. Und Ubuntu und ein bisschen Vim oder ganz viel Vim, wenn man so möchte. Ich beschäftige mich im Zuge meiner Masterarbeit mit OpenStack. Ja. Ich muss sagen, alles, was ich bis dato gemacht habe, ist wahrscheinlich so nicht Kindergarten, aber ist schon echt, ist nochmal echt ein Ticken einfacher. Bei OpenStack weiß ich nicht. Wurde von der NASA mitentwickelt, witzigerweise. Habe ich letztens mir angeeignet. Und von daher, ja, so ein bisschen Raketentechnik steckt da drin. Also, du hast unterschiedlichste Komponenten. Und am Ende, für diejenigen, die nicht wissen, was OpenStack ist, wenn ihr Azure, Amazon Web Services oder Google Cloud Services kennt, das ist sowas Ähnliches, sage ich mal, nur dass du es auf deinen eigenen Servern installieren kannst und dein eigenes, ja, Cluster in Anführungszeichen in der Hinsicht hochziehen kannst. Und genau, ja, also so ein bisschen wie Proxmox, aber auf Steroiden vielleicht, ne, wenn man so möchte. Ich hätte jetzt gesagt, so eine andere Software als eine Service-Basis, ähnlich wie Kubernetes. Ja, du baust Kubernetes oder kannst Kubernetes häufig in Kombination damit nutzen, indem du ein Kubernetes-Cluster im OpenStack deployst. Also das ist schon ein großer Anwendungsfall, was man macht. Und genau, ja, ist schon etwas komplizierter. Ich muss sagen, ich habe unter Debian bis jetzt noch keine Installation hinbekommen. Komme, was wolle. Das Einzige, was ich hinbekommen habe, ist auf dem alten Ubuntu LTS 2204 ein DevStack zum Laufen zu bekommen. Der Rest ist immer gescheitert, weil ja, es irgendwelche Fehler gab und die nicht dokumentiert waren oder sich halt irgendwo verlaufen hat. Also ich bin auch einfach zu schwach, es zu installieren. Ich gebe es ja zu. Ne? Und ich bin da noch dran. Ich werde es schon noch schaffen. Aber du hast irgendwie 10 unterschiedliche Komponenten, die du alle manuell installieren musst in gewisser Weise. Was aber auch total Sinn macht, dass du es nicht in einem Paket hast, weil du so dein Cluster viel besser ja, granulieren kannst, sage ich mal. Ne? Also eine Recheninstanz braucht jetzt nicht die Sachen, um Sachen abzuspeichern oder nicht das Interface, um Sachen abzuspeichern und so weiter. Und am Ende hast du sozusagen ein oder mehrere Controller und kannst so viele Server, wie du möchtest, dann eigentlich da dran anschließen und hast dann ein zentrales Verwaltungsinterface, wo du echt coole Sachen mitmachen kannst. Ja, muss ich sagen, gar nicht so einfach, aber sehr interessant und macht's auch langfristig sehr interessant, wenn man irgendwelche Software as a Service Module deployen möchte. Kann man so sein Rechenzentrum, wenn man so möchte, ziemlich gut verwalten und auch relativ einfach skalieren. Und das finde ich ziemlich schön. Und man kümmert sich gar nicht mehr dann wo was, also kann man auch einstellen, wo Sachen laufen sollen, aber ansonsten macht das dann OpenStack auch für einen selber. Ne? Ist so ein bisschen wie, ja, viele vergleichen das mit Proxmox, ist aber eigentlich auch, der Vergleich hinkt auf jeden Fall, weil Proxmox ist eigentlich für ein Host konzipiert oder vielleicht für ein paar mehr Hosts, aber du hast überall das gleiche, die gleiche Software drauf und lang nicht so viele Funktionalitäten und Erweiterungsmöglichkeiten wie jetzt beispielsweise jetzt beim OpenStack. Aber dafür hast du auch, ich weiß nicht, ob ihr so ein richtig schwieriges Puzzle mal kennt, mit unendlich vielen Puzzleteilen, die aber alle richtig blöde Noppen haben. Und so fühlt sich OpenStack an. So. Also ist auch nicht ganz so einfach zu bändigen. Aber macht super viel Spaß und ich denke, ich werde da mal langfristig auch das eine oder andere Video darüber machen. Und hat jemand von euch schon mal Erfahrung mit solchem? Ja, wie nennt man das, ne? Hier Cloud Computing Services, wenn man so möchte. Also mit AWS, OpenStack oder sowas in die Richtung. Also, was ich mal gemacht habe, war Apache Cloud Stack.
Das haben die ja mal übernommen von, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber es hieß schon Apache Cloud Stack. Also ich habe das nicht selbst aufgesetzt, ich habe das quasi bloß benutzt. Ich habe den M23 angepasst, sodass man da drin virtuelle Maschinen hochziehen konnte. Ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung, aber wie du das beschreibst, ist es ist da das OpenStack nochmal eine Kategorie schwieriger, denke ich. Und ja, aber wie gesagt, ich war mehr oder weniger bloß ein halber Endnutzer dafür. Ich habe die API benutzt und habe damit denn die Funktionen in M23 gemacht. Wie die Technik dahinter funktioniert hat, war jetzt nicht meine Baustelle. Ja, bei dem OpenStack, wie viele Rechner brauchst du Minimum dafür, um so eine Instanz hochzuziehen? Das ist komplett egal. Du kannst auch alles auf einen Rechner ziehen, wenn du möchtest. Ach, okay. Das ist absolut, also ist wirklich wie Lego, sage ich mal. Und du kannst das andocken und das ist auch das Coole an OpenStack und das ist auch das Gute, dass du kein fertiges Dings hast und zack ist es da, sondern eigentlich sind das ganz viele Komponenten aneinander geklebt, sage ich mal, die aber alle halt eben hervorragend miteinander funktionieren und du so ganz eigene oder tausende Möglichkeiten hast, sage ich mal, wie du das Cluster aufziehst und du kannst ganz normal, also ich habe es bis jetzt nur in einer virtuellen Maschine gemacht, ich habe es auch mit mehreren virtuellen Maschinen ausprobiert und so weiter. Genau, du bist da total frei. Das ist das Coole eigentlich an OpenStack, dass du da gar nicht beschränkt bist und das nutzen gefühlt alle großen Unternehmen irgendwo mit drinnen. Also die haben das auf ihrer Webseite, Autoindustrie, alles. Also hier Transport, Wissenschaft, Technologie und so weiter. Eigentlich alle nutzen das und das ist schon ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, langfristig lohnt sich das auf jeden Fall, das zu lernen, wenn man es halt in die Richtung gehen möchte, Richtung Software as a Service eventuell, Richtung ja, Cloud Computing am Ende. Der Uwe schreibt, ja, wenn ich Cloud höre, klappen sich bei mir die Zehennägel um. Ich frage, die Frage ist natürlich, unter was definieren wir Cloud? Und bis jetzt ist Cloud von großen Unternehmen wie AWS, Azure vor allen Dingen, dominiert und von daher, wir wissen ja alle, dass das erstens relativ teuer ist und zweitens, ja, ich glaube, so sonderlich sympathisch findet die keiner. Von daher kannst du aber oder bietet OpenStack die Möglichkeit, deine eigene freie Cloud dann hochzuziehen. Ist aber jetzt nichts für den Heimanwender, der jetzt mal ganz schnell eine Nextcloud aufsetzen möchte. Das ist etwas übertrieben. Aber das, was ich mir jetzt gefragt habe, oder mich jetzt gefragt habe, wenn ich jetzt sowieso schon relativ viel mit OpenStack mache, ob es sich für mich nicht doch lohnt, weil ich doch relativ viele Services immer wieder brauche und hochziehe, ob ich mir dann auch so ein eigenes kleines Cluster aufziehe und dann später erweitern kann. Beispielsweise das Forum, was ich aufgesetzt habe, da wurde mein jetziger Root-Server zu klein für. Ne? Also musste ich jetzt einen neuen Root-Server mir holen, der auch ein bisschen größer ist und wo ich dann langfristig, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch machen darf und der noch ein bisschen Luft hat. Aber die Frage ist natürlich, ja, eventuell, wenn ich das jetzt sowieso schon auf verschiedene Server stückle, macht das eventuell langfristig Sinn, das alles zentral über einen OpenStack zu verwalten. Aber da, das ist dann halt wieder eine Schicht obendrauf, die cool sein kann, aber auch ganz schnell, wo du dich in Richtung Overengineering verläufst. Ja? Die Frage ist, brauchst du es wirklich? Ich denke, bei großen skalierbaren Sachen ist das eine Erlösung, aber bei allen Sachen, wo du jetzt sagst, okay, gut, eigentlich unter 5 Servern lohnt sich es wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Ne? Habt ihr da Erfahrungen oder Einschätzungen? Oder vielleicht auch der Chat? Würde mich interessieren. Ich gucke gerade bei OpenStack nach, also war es jetzt wirklich als Software as a Service oder als Infrastructure as a Service gedacht? Infrastructure as a Service mehr, aber du nutzt halt das als in Kombination mit Software as a Service eventuell. Ja, du kannst aber dann, eher Infrastructure mal, wie bei, as a Service, ja, stimmt. Also so ähnlich so ein bisschen wie Vagrant oder Vagant, wie hieß es denn? Gab es auch mal irgendwie was? Ich schaue gleich mal. Ja, sag ja, mir irgendwas. So direkt hatte ich es jetzt nicht. Also da war ich immer bei Kubernetes hängen geblieben. Aber ich glaube, Vagrant ist, wenn dann ein Teil oder was du oben drauf setzt. Ne?
Ich glaube nicht, dass das in diese Richtung geht. Also er ist so wie Kuba, ist mehr mit Kubernetes vergleichbar als mit OpenStack, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick verstehe. Aber ja, OpenStack kann alles und nichts, so, also ja, doch so in gewisser Weise. Ne? Also du kannst es beliebig erweitern. Es gibt auch extra solche Implementierungen dann auch für Containerisierung und so weiter. Da gibt es ein ganz, ganz schönes Diagramm. Ich schaue mal, ob ich das finde. Da hat man so ein großes Schaubild, was man sich als Poster irgendwo hinhängen kann. Und da hast du gefühlt alles. Also wirklich, deine Großmutter wirst du wahrscheinlich auch irgendwo in einem OpenStack-Service finden. Was es natürlich erstmal ja, sehr modular macht, aber du verläufst dich leider auch sehr gerne da drin. Die ist ja immer die Frage, ob man die Plattform OpenStack auch selber betreiben oder nur nutzen möchte. Ja, genau. Also es gibt auch verschiedene Services oder Anbieter, die da irgendwas anbieten. Aber natürlich bei mir ist es also erstmal klar, dass ich das selber betreiben möchte. Aber ich natürlich ist es viel, viel einfacher, wenn du im Unternehmen bist und dir da einfach keinen Kopf drum machen möchtest, deine Expertise ganz woanders liegt, dass du natürlich dann um reingehst. Da gibt es auch verschiedene Hoster, auch große Hoster, die das anscheinend sehr, sehr fair auch machen und einen Bruchteil von AWS beispielsweise kosten. Genau, ganz klar. Ja, aber ist die Frage, ne, ob man selber macht oder. Aber das ist ja überall. Also du kriegst ja mittlerweile jede Software eigentlich auch fast as a Service. Weil das natürlich in gewisser Weise auch die Projekte wieder finanziert, ne? Ist ganz klar. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ist für viele natürlich eine Erleichterung, ne? Also wenn man die Option hat, ob man as-a-Service reingeht oder selber, on-premise nennt sich das andere, das Gegenteil dann, also bei einem selber auf der eigenen Infrastruktur, das ist eigentlich, ja, eine schöne, ja, man hat dann die Wahl, sag ich mal, ne? Ist dann erstmal nicht eingeschränkt. OVH ist so 1 zu 1 OpenStack API. Ja, die nutzen sicher auch unten drunter OpenStack API. Ich denke auch ganz, ganz viele Server-Hoster, so wie jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Hetzner, Netcap, Hosting.de, Strato, die werden wahrscheinlich alle auch sowas in die Richtung nutzen, ne? Denke ich mal. Ich glaube, von Kommt Strato habe drauf ich mal an, bei. gehört, dass die OpenStack nehmen, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Natürlich, die Sache ist, OpenStack ist auch noch nicht so lange auf dem Markt. Ne? Also OpenStack ist jetzt so circa seit 2010 bekannt, ne? Und hat sich danach so erst zusammen entwickelt, sage ich mal. Ne? Und kann sein, dass vielleicht die älteren Server-Hoster dann vielleicht noch andere Implementierungen haben und das dann vielleicht auch selber weitermachen. Ne? Das kann man nicht sagen. Aber ich glaube, sie können es auf jeden Fall so, könnten es so betreiben. Und würde wahrscheinlich sich auch für viele lohnen, wenn sie es jetzt gerade neu machen würden. Aber ja, ist so ein bisschen wie Linux auf Steroiden gefühlt, weil du hast ultra viele Möglichkeiten und nochmal ultra viele Möglichkeiten hoch zwei, wo dein Ding kaputt gehen kann. Da das Richtige dann auszuwählen, das ist schon wirklich gar nicht so einfach. Aber ist ein cooles Thema und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so komplett neue Themengebiete hat, in die man sich reinarbeiten darf, tatsächlich, ist das eigentlich immer ein Geschenk. Also ich stürze mich da gerne rein und investiere da x Stunden rein, einfach weil es Spaß macht, sowas komplett Neues zu erlernen und wo man auch Möglichkeiten sieht, das vielleicht später wirklich auch zu nutzen und einzusetzen. Mega cool jedenfalls. Ja, also das stimmt schon. Ich habe jetzt mal parallel noch ein bisschen nachgeguckt. Was mir irgendwie auch noch einfiel, war Open Nebula. Das macht, Stimmt. glaube ich, also es macht auch wieder irgendwie sowas Ähnliches. Angefangen haben die im 1. März 2008, also ungefähr 2 Jahre vorher. Und Wikipedia einmal grob geguckt, ist auch irgendwie sowas. Und da erinnere ich mich noch beim Linux-Tag in Berlin, wo ist auch schon ein paar Jahre her, da haben wir uns einen Stand geteilt mit, wie hieß die Firma denn noch? Aber die machten Open Nebula. Das war deren Dings, da hatten sie auch so ein Mikrorechenzentrum. Das war zwar so ein größerer Kasten, wo dann irgendwie ein Rechner drin war, denn schön mit so Plexiglas, dass man auch die Komponenten sich angucken konnte. Und daher
sagte mir das da noch was? Und zu diesem Vagrant, wie auch immer, das ist nochmal so eine Abstraktionsschicht für verschiedene Virtualisierungslösungen, also für VirtualBox, KVM, VMware, Hyper-V Stimmt. und vielleicht noch andere Sachen, sodass man da denn über dieselben Befehle virtuelle Maschinen hochziehen, konfigurieren und sonst was mitmachen kann. Also von daher ist es wirklich so ähnlich wie, ja, ist das ungefähr das, was Kubernetes macht? So ganz, also. Ich glaube, Kubernetes geht mehr in die Container-Richtung, Vagrant und geht mehr in Richtung Virtualisierung. Ja. Und das ist der große Unterschied, denke ich. Aber ich Aber glaube, das Vagrant ist Management per auch gar se, nicht, genau, es geht Vagrant ist nicht. mehr Management und gar nicht so Clusterisierung, oder? In Kubernetes schon mehr. Hätte ich mal gesagt. Kubernetes ist ja ein Orchestrator, schimpfen Sie sich ja. Ja. Also Kubernetes kümmert sich darum, dass deine beschriebenen Dienste oder Container halt zu den Bedingungen, wie du sie beschreibst, laufen. Ob das jetzt auf einem Host mehrere Hosts sind, ob die jetzt repliziert werden sollen oder. Und ähnlich kannst du es auch mit Vagrant machen. Da beschreibst du ja auch, ich brauche eine Maschine dort und dort und der zottelt die für dich hoch. Bei Vagrant weiß ich jetzt aber nicht, ob es da Redundanzmöglichkeiten gibt. Aber es ist irgendwie so ein bisschen auch Infrastructure as a Service, Software as a Service. Das ist ja alles schwimmend. Ist ähnlich wie, was ist der richtige Name von B3FS? Das weiß keiner. Das ist auch wieder so die Sache, wo man wieder tausend verschiedene Möglichkeiten hat, um ein Problem dann zu lösen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Video mal auf einem englischen Kanal gesehen von Fireship.io. Der ist, ja, ich glaube, der jüngeren Generation vielleicht nochmal mehr ein Begriff. Der macht schon sehr, sehr witzige Videos, vermimt alles, sage ich mal, na, aber macht das auf eine ziemlich lockere Art und Weise und hat irgendwie mal auch irgendwie 10 Minuten darüber geredet, ja, was denn dein optimaler Tech-Stack ist und hat das unglaublich overengineert. Das war schon sehr, sehr, sehr witzig. Und ganz, ganz häufig reichen eigentlich so diese Basics auch. Und ja, ich glaube, die größte Gefahr, die man bei allen Projekten hat, ist, dass man sich so ein bisschen verrennt und gar nicht mehr sich um das Projekt selber kümmert, sondern da vielleicht versucht, etwas ja, aufzuzwingen, was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Was aber natürlich auf einer gewissen Skalierung dann später sehr, sehr nützlich sein kann, dass man sich darum dann keine Gedanken mehr machen muss. Also ist wieder ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, bei den meisten ist es, glaube ich, wirklich viel Overengineering. Ja, an dem Punkt, dass man dynamisch skalieren muss, muss man ja auch erstmal hinkommen. Das ist ja. Sowieso, das stimmt, ja. Also das schaffst du selber wahrscheinlich erstmal nicht, ne, alleine. Aber wer weiß, ne, was, wenn man dann irgendwie ja, verschiedene Services dann irgendwie aufzieht, die dann doch einige mehr Nutzer dann gleichzeitig nutzen müssen, was eventuell auch ein bisschen Rechenpower benötigt oder Ressourcen generell, dann kann die auch sehr, sehr schnell knapp werden. Ne, witzigerweise, das Forum läuft. Linux-Glas-Forum läuft mit zwei, drei anderen Webseiten auf einem einzelnen Webserver, auf einer einzelnen Webinstanz, die nicht mal von mir gemanagt wird. und ja, meine Güte, reicht. Ne? Warum sollte man da erstmal mehr machen? Was mich nebenbei wundert, also da ist echt viel los und gut, die Forensoftware ist auch ziemlich performant, muss man sagen. Aber trotzdem hat mich sehr gewundert, ja, dass das doch so rund läuft dann doch. Irgendwie. Gibt es dann irgendwie so einen Flaschenhals, den du da irgendwie hast? Ist es irgendwie RAM, was knapp wird, oder ist es CPU oder I/O oder so irgendwas? Wenn dann vielleicht Datenbankzugriffe irgendwann, ne, das Mhm. könnte sein. Aber ansonsten bei Linux Guides Forum, wir hatten mal an Weihnachten rum ein paar Störungen. Ich glaube einfach, ja, haben wir dem Hoster dann geschrieben, ey, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt, ja, nix ist los, aber irgendwie war es trotzdem danach besser. Also, Aha. Da kam das schlechte ja. Gewissen. Da kam ein schlechtes Gewissen. Und nee, aber ansonsten haben wir absolut gar keinen Flaschenhals. Ich würde sagen, wenn dann ist es. Ach nee, der Speicher ist es auch nicht. Ich glaube, das ganze Forum hat wie viel Gigabyte? Vielleicht 5 GB maximal an Daten, wenn überhaupt. Ich glaube, es ist sogar noch weniger. Und das für, ich glaube, 70.000 Beiträge jetzt, das ist schon okay. Mit Bildern und so weiter. Ja, ne? Verrückt. Also von daher, meistens reicht das auch,
wenn man das relativ einfach angeht. Aber nichtsdestotrotz, ich darf mich jetzt mit OpenStack beschäftigen und es ist ein ganz tolles Thema, wo man zig Stunden reinstecken kann und immer noch nicht weiter ist, aber trotzdem hat man super viel gelernt währenddessen. Und das führt mich so ein bisschen zeitschleifenmäßig zurück in meine Linux-Anfänge, wo ich ungefähr an so einem genau den gleichen Punkt stand und mir nicht weiter helfen konnte, als Linux neu zu installieren. Und ich muss euch sagen, ich habe OpenStack auch schon ein paar Mal zurückgesetzt auf den Sicherungspunkt. Aber witzigerweise, da darf ich das, weil ist es ein Dev-Stack, der ist auch gar nicht darauf ausgelegt, so stabil zu sein. Aber gut, ne? So ist das. Macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja, das waren so meine letzten Wochen. Micha, was hast du die letzten Wochen admin-technisch gemacht, Linux-technisch in den Livestreams? Was hat dich da sonst außer Kitty vielleicht noch beschäftigt? Ich habe für mich ein neues Tool entdeckt. Die Leute bei mir im Chat, die dazugeguckt haben, die können es eigentlich schon fast gar nicht mehr sehen, weil es dann doch sehr, sehr komplex ist, gerade was so Sicherheit angeht. Das nennt sich Wazoo oder Wazoo, je nachdem, wie man es halt als Muttersprache oder Nicht-Muttersprache ausspricht. Das ist eine übelst geniale Sicherheitszentrale, weil es dir wirklich auf einen Blick den Status deiner dort eingetragenen Hosts bzw. Agents ausgibt. Es kann Dateiveränderungen überwachen. Es kann dir Sicherheitshinweise geben, ob die dann Sinn machen oder nicht, ist dahingestellt. Es sagt dir, was in letzter Zeit so ganz gerne mal angegriffen wurde über eine Datenbank und es guckt nach Sicherheitslücken oder bekannten CVEs für dein System und sagt dir, was bekannt ist und dann kann man das halt stopfen oder eben nicht. Und das halt zentral an einem Punkt hat mich richtig begeistert. Gerade so, wer so im Homelab ein bisschen was macht und dort auch auf Sicherheit gehen möchte. Es ist wirklich eine Zentrale, die alles zusammenführt. Man muss halt damit arbeiten können. Das ist jetzt kein Einsteigerthema mehr. Das ist wirklich mitunter dann doch sehr, sehr technisch. Aber macht Spaß. Also für jemanden, der es interessiert. Also kann ich nur empfehlen. Für alle, die auf Sicherheit aus sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Weil so ein Admin verrennt sich ja auch manchmal mit, was sind denn jetzt so gute Standardkonfigurationen? Muss der jetzt überhaupt so eine Dateisysteme mounten dürfen? Ist da auch drin gewesen? Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also muss der jetzt NFS mounten dürfen? Kann man per Modprobe auch dann noch einfach ausmachen, wenn man es nicht braucht? Zum Beispiel, man lernt nie aus. Also das Ding ist hochkomplex. Das müsst ihr euch mal irgendwann angucken. Das ist sehr interessant. Ja, es erinnert mich so ein bisschen, ich habe mal die Webseite aufgemacht, so ein bisschen wie dieses Uptime Kuma, was ich auch mega cool fand, wo du dieses zentrale Monitoring hast. Super easy. Wie funktioniert Wazoo bezüglich der Sicherheit? Wie checkt ihr das? Also von außen oder musst du da einen Agent, wahrscheinlich auch einen Agent installieren, oder? Genau, du installierst einen Agent, sonst funktioniert das nicht gerade nicht mit der Dateiüberwachung oder auch Registerüberwachung. Ja. Kurze Anekdote, dieses Sicherheits-CVE-Check muss man eigentlich für sämtliche Linux-Systeme und macOS-Systeme erst einschalten. Es ist nur bei einem System per Default an, das ist Windows. Fand ich irgendwie witzig. Es ist. Naja, das ist Priorität. Es ist so unsicher, das muss an sein. Keine Ahnung, also. Ich habe mich nur gewundert, warum habe ich bei meinem Windows-Test-Host hier jetzt die Sicherheitslücken oder CVEs aufgelistet, aber nicht bei meinem Debian? Ist ein Punkt auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, also werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen, ne? Weil Libre Workspace und sowas sind es auch ganz viele Module. Es wird alles versucht, aktuell zu halten. Also auch irgendwelche PIP, Virtual Environments und so weiter werden auch täglich aktuell gehalten. So. Aber klar, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, wo man eventuell auch gerne was übersieht. Und ich glaube, mehr. Also zu viel Kontrolle gibt es nicht in puncto Sicherheit. Von daher auf jeden Fall mal eine Option wert. Cool. Schauen wir uns mal an. Also
wirklich so eine Empfehlung für den Admin, der nicht weiß, wo er anfangen soll, beziehungsweise was heißt, wo man anfangen soll, wo es einfach Komplexität, die überfordert ist, ne? Also alles, was mehr als x Systeme ist, ist dann händisch nicht mehr bewältigt oder stemmbar oder ja, überschaubar, sagen wir es mal so. Und da ist halt wirklich diese, das schimpft sich bei den Maya-Attack, da, das ist diese Datenbank von Angriffsszenarien, die gerade so in der Welt registriert wurden. Und dann kann man wirklich so seinen Zeitraum angeben und wirklich gucken, was wird regelmäßig oft angegriffen. Und dann kann man dort halt gezielt seine Sicherheitslücken abgehen nach genau diesen Szenarien zum Beispiel. Oder eben halt komplett erstmal ein Inventar erstellen, was habe ich? Wo sind so kritische Sicherheitslücken? Was muss ich noch umsetzen? Daran kann man wirklich sich wunderbar orientieren. Und bei den Empfehlungen stehen in 99,9% der Fälle wirklich schon die Lösungen, um das umzusetzen, schon drin. Also man muss es nur verstehen. Einziges Manko ist halt Englisch. Ich denke, ab irgendeiner gewissen Ebene wirst du ohne Englisch nicht weiterkommen. Ne? Und die Ebene ist, würde ich sagen, unter Linux sogar relativ schnell erreicht. Habe ich das Gefühl, oder? Also gerade im IT-Bereich kommst du an Englisch ja üblicherweise nicht dran vorbei. Also von daher. Ja, also Moment. Also das ist WAZUH, ne? Genau. Wazu. Nicht, Klingt sehr kompliziert. irgendjemand hatte noch so eine andere kreative Schreibweise. Das ist es nicht. Ich muss sagen, ich habe Gesundheit. dieses Wazoo wie Gesundheit in die Suchmaschine eingegeben und dann kam Wazoo. Ich habe zuvor irgendwas anderes gesucht und habe ich nur ganze Sachen über Zoom gefunden und Security-Issues von Zoom. Das war es nicht. Ja, Und aber man muss sagen, ist es auch Namen sind manchmal nicht. schwierig. Was Man meinst muss du? auch sagen, mein erster Streamtitel zu dem Thema war auch Wazoo Gesundheit. Nee, Spaß beiseite. Ja. Echt? Aber da habe ich es richtig geschrieben. Also ich habe das Produkt schon so geschrieben, wie es genannt wurde und nicht so, wie es hier gerade geschrieben wurde vom Niklas. Auf jeden Fall cool. Also kann ich nur empfehlen, ist auf jeden Fall eine ziemlich steile Lernkurve, aber es lohnt sich für alle, die sich irgendwie für Sicherheit interessieren. Also da sind Sachen dabei. Die machen Spaß, die sind sinnvoll. Muss man sich mal anschauen. Sehr cool. Richtig. Sind wir ja schon fast am Ende wieder, oder? Kann das sein? Ja, ich denke. Geht so schnell rum. Das stimmt, das stimmt. Skydiver haut noch mal ganz liebe Grüße. Ransom Look.io noch mal rein, ne? Als Webseite. Ist auch ein Projekt. Ich kann es noch nicht ganz einsortieren, was das genau ist. Aber es ist ein Dino drauf. Es kann nur gut sein, auf jeden Fall. Ja. Der Ransom T-Rex, wer kennt ihn nicht? Jetzt auch im Fernsehen oder Ja. jetzt auch im Kino. Ja, total. Jurassic Ransom. Ich glaube, das sind vor allen Dingen auch ganz viele Posts, die man da dann sieht, was welche an was für Angriffe es gab und so weiter. Also da gibt es doch sehr, sehr viel. Sehr schön. Zul Torwächter und Schlüsselmeister. Absolut. Ach, es wird schön. Ja, ich muss sagen, ich bin jedes Mal wieder überrascht. Wir sind jetzt doch also ein bisschen in der Linux-Welt unterwegs und Open-Source-Welt und so weiter. Und man entdeckt immer wieder so komplett neue Projekte, die schon teilweise relativ groß sind, wo man sich fragt, so was, das gibt's auch? Das muss ich sagen, erstaunt mich auch immer wieder. Die tracken Ransomware-Gruppen. Ah, perfekt. Spitze. Ja, da Das siehst siehst du, du wer auch hops woanders genommen hin. wurde, ja. Das ist. Ah, schön. Also die tun noch mal mit dem Finger in die Wunde drücken. Damit es dir nicht passiert. Es ist. Sind gar Ah, nicht so ja. wenig. Schön. Nee. Ja, schon sehr, sehr viel pro Tag. Also alleine von heute haben wir schätzungsweise 10, 15 Einträge, ne? Was schon ja, öffentlich wurde.
Und man sieht auch, welche Gruppe das Ganze ist. Ne? Das ist ja witzig. Inkwell. Was es für einen Namen gibt. Schon witzig. Ja. Und man sieht, was bezahlt wurde. Boah. Ach, cool. Jetzt mal unter uns. Kriegt man überhaupt, wenn man bezahlt, seine Daten entschlüsselt? Das ist denen doch Das ist, total egal. das funktioniert anscheinend Echt? häufig. Also ich selber hatte noch keine Erfahrung damit und ich möchte die auch nicht machen, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, das funktioniert schon häufig. Weil sonst würde Crazy. sich das ja rumsprechen und würden die gar nichts mehr zahlen. Und das würde ja auch den Ruf der Hacker Ach so. Die sind ja gar nicht vertrauenswürdig. Ah, weil mein Ruf verstehe. kaputt geht. Ja, genau, ja, Oh stimmt. nein. Dann gibt es nachher bei in der Bewertungsseite sehr gerne, also war sehr gut, gerne wieder. Oder so. 5 Sterne, genau. Ja. Netter Kundenservice. Daten schnell wieder entschlüsselt. Leider waren sie eine Woche danach wieder verschlüsselt. Naja. Ah. So schnell wollte ich gar nicht mehr Kunde werden, aber trotzdem 5 Sterne. Also ist wirklich irgendwie dann doch so ein Ding, das zu entschlüsseln. Krass. Naja. Ich hätte jetzt Ja, von gedacht, daher aufpassen. wenn sie bezahlt haben, melde ich mich nie wieder und dann war's das. Erstens schauen, dass du Backups gemacht hast und dass die Backups natürlich auch sicher sind und nebenbei auch vollständig und wiederherstellbar. Ne? Ah, ganz schön viele Anforderungen an so ein Backup, bin ich ehrlich. Ne? Von Renter Stimmt. Hacker bewertet, genau, ja. Von Hackerman bewertet. Sammeln Sie auch Treuepunkte? Die 10. Entschlüsselung ist gratis. Haben Sie die Deutschlandcard? Ach, Tja, schön. gewusst wie. Ja. Ja, der BWL-Stream, ne? Tolle Geschäftsideen. Ja. So eine Bonuskarte für Verschlüsselungstrojaner könnte man ja wirklich so ein bisschen wie so eine alte Verschlüsselungsscheibe aufbauen, dass man einfach zwei drehbare. BWL Justus wäre stolz auf uns. Ach, cool. ADAC-Mitglied? Ich bin ADAC-Plus-Mitglied. Sie können mich nicht hacken, ja? Was man alles dazu Vielleicht. kriegt. Wo war denn das, wo ich letztens gefragt wurde? Ah ja, da habe ich mir beim Bäcker einen Kaffee geholt und da hat mich die Frau gefragt, haben Sie eine Brotkarte? Da ist mir einfach vor Erstaunen einfach gefragt, was soll ich denn mit dem Scheiß rausgerutscht? Naja, bei so und So so ein viel bisschen Umsatz gibt es. wie Ja, da gibt es ein Brot dazu. Ach nee, brauche ich nicht. Ach du Jede 10. Entschlüsselung ist Scheiße. gratis. Ja. Geil. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man sein Business skalieren kann, natürlich. Von Ja. daher, ja. Ja. Nächste Woche bei BWL Guides. Ja. Nur echt in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Komm in die Gruppe, ne? Ganz klar, Ja. natürlich. Und Porsche gibt es auch dazu. Je nachdem. Hat Genau. noch jemand irgendwo ein schönes Thema oder wollen wir langsam aber sicher den Werbeblock und ausklingen? Ah, ich bin durch für heute. Auch ich habe gefühlt kein Thema meiner Liste abgearbeitet, aber das Ja. ist super. Da haben wir ganz viel Das macht ja Feedback. nichts. Das macht ja nichts. Spitze. Wir könnten fast jeden Tag was machen. Nicht ganz jeden Tag. War jedenfalls wieder sehr, sehr schön. Ja, Ich hoffe, genau. euch hat es genauso gut gefallen. Wie mache ich ein ransomware-sicheres Backup so als Thema, Themenvorschlag? Das ist perfekt für Linus Gates Admin. Für den ist gerade Admin, ne? Zum Beispiel. Ja, Oder für genau. dich, Hauke. Ja, oder das zum Thema Backup. Hattest du ja auch schon welche Haben wir Job schon auf jeden Fall gemacht? was? Ja, klar. Haben wir auch schon gemacht. Also das war damals noch auf Linux Guides, ja. Damals gab es Linux Guides Admin noch nicht. Aber witzigerweise, in einem der nächsten Videos habe ich gezeigt, wie ich meine neuen Root-Server bestücke mit den Basics, was da wichtig ist. Also die To-Dos nach der Installation von so einem oder bei so einem neuen, ganz, ganz neuen Server, da waren die Backups auch inklusive.
Also mein Server ist von Tag 1, bevor ich irgendwas installiert habe, direkt ja, mit ordentlichen Backups versorgt worden. Ja. Gut. Dann bin ich soweit ganz durch. In jeglicher Hinsicht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Genau, danke auch. Wo kann man uns denn überall hören, Micha? Ich wollte gerade übernehmen, dann bedanke ich auch zurück und dann geht's los. Jean, dich gibt's bei YouTube als Linux Guides und relativ jung dabei Linux Guides Admin. Ansonsten hast du noch die linuxguides.de Webseite, wo wir gerade auch auf linuxguides.de/live mit live sind für alle, die uns dazu schauen. Dann gibt es noch den Hauke, seinen YouTube-Channel, nicht der Weisheit letzter Schluss, der dann noch gespiegelt auf PeerTube kam. PeerTube, genau, Ja, ja. da war gerade der Begriff irgendwo weiter weg. Da sind wir auch gerade live zu sehen und dann nochmal neu zu hören und zu sehen, wer das gerne haben möchte. Und mich gibt es dann auf Twitch.tv slash Saint of Sinner. Da sind wir auch gerade live noch zu sehen, zu hören. Und dann gibt es später noch das Ganze auf Spotify. Da sind wir zu finden als Tuxflash Podcast. Und auch später auf dem YouTube-Channel der Tux-Tage. Da wird das Ganze auch nochmal reuploadet für alle, die das später dann auch nochmal da sich angucken möchten. Bis dahin bedanke ich mich bei allen Dabeiseienden im Chat und Zuhörern dann später und ich sage danke an euch beide, wie immer, fürs dabei gewesen sein. Und dann möchte ich durch und sage, ja. Genau, danke für alles und ja, genau, jetzt brauchen wir noch so ein bisschen, sonst wird wieder was Hier abgeschnitten. gibt Jetzt es irgendwas nichts mehr zu Unwichtiges. hören, habe ich gehört. Ja, genau. Ich habe da was, was ich einblenden kann. Bin ich eigentlich immer noch? Ich bin nicht mehr so unscharf gewesen am Ende. Also halbwegs unscharf noch, aber. Ne? Jetzt geht's wieder. Ja, egal. Hat er sich eingekriegt. Das ist richtig gut. Jetzt in HD. Ne? Das ist wichtig. Toll. Ja, ganz herzlichen Dank an Fender Torstix, Basti, Skydiver, ja, Michael Kraft, Tommy. Wer ist denn dieser Michael Kraft? Ich habe keine Ahnung. SG, Kaskino Kenne und so ich. weiter. Schön, dass ihr alle dabei wart und in den Chat mitgeschrieben habt. Wir sind zwar nicht auf jede Frage eingegangen, aber haben alles durchgelesen und Kurz zum sehr. Ende kommt Rayson um die Ecke. Ja, Servus. Hey, Ransom, Servus. Endlich. Wir haben auf dich gewartet. Jetzt können wir endlich abschalten. Wir sind quasi am Ende. Genau. Ah, schade. Ah, der Racehound, war das nicht der Schweizer? Das weiß ich nicht mehr. Aber wir werden.